Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Alexander Volkanovski will ein zweites Mal gegen den amtierenden Lightweight-Champion Islam Makhachev kämpfen. Bei der UFC 284 ging der Kampf zwischen Volkanovski und Makhachev über die volle Distanz. Der Sieg ging an Makhachev, aber Volkanovskis Performance, insgesamt seine Leistung, war mehr als beeindruckend und das Resultat der UFC 284 war für viele unverständlich, weil Volkanovski als Sieger gesehen wurde. Es gibt aktuell keine Gespräche darüber, dass ein Rematch für beide in der Mache ist. Volkanovskis Zuversicht, Makhachev zu besiegen, ist auf jeden Fall groß. Die Chance auf ein zweites Aufeinandertreffen ist auch nicht gering, wie viele vielleicht meinen. Im Makhachev-Lager ist momentan unklar, welcher Gegner als nächstes kommt. Charles Oliveira vs. Islam Makhachev 2 ist denkbar. Stellt Dana White dieses Rematch nicht auf, kann es durchaus sein, dass Alexander Volkanovski seine zweite Chance bekommt. Insgesamt muss man sagen, dass Volkanovski Makhachev bei ihrem ersten Kampf schon eine schwere Zeit bereiten konnte. In der ersten Runde ein harter Schlag, noch einen in der zweiten, der Makhachev gedroppt hat. In der letzten Runde der Ground and Pound, der Makhachevs Gesicht auch ziemlich gezeichnet hat. Alles in allem hat sich Alexander Volkanovski gegen Islam Makhachev im Stand-Up durch einige sehr harte Schläge, dem Ground and Pound in Runde 5, Scrambles, Aushalten von Makhachevs Takedown sehr gut gemacht. Volk hätte mit seiner Cardio bestimmt noch 2-3 Runden kämpfen können, weitere Drops und ein weiteres Ground and Pound mit Finish hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Also Glück für Makhachev. Vergleich: Alexander Volkanovski kämpft auf einer Körpergröße von 1,68 m mit einer Reichweite von 180 cm. Islam Makhachev wäre bei einem Rematch mit 1,78 m der deutlich größere, Reichweite 179 cm. Prediction: Sollten wir dieses Jahr eventuell Alexander Volkanovski vs. Islam Makhachev 2 bekommen, dann sehe ich für Volkanovski gute Karten, mit Makhachev ein zweites Mal auf Augenhöhe zu kämpfen. Mit den Erfahrungen und Analysen aus der UFC 284 wird Volkanovski seine Aktion besser kalkuliert, noch deutlicher umsetzen können, sodass die Scorecards beim zweiten Aufeinandertreffen pro Volkanovski gewertet werden. Wie im ersten Kampf gegen Makhachev werden für Volkanovski Scrambles und sein crispes Striking wichtig sein. Bekommen wir den Kampf, ist für mich ein Unanimous Decision Sieg für Alexander Volkanovski nicht ausgeschlossen. Zugleich muss aber auch klar erwähnt werden, dass Islam Makhachev von Mal zu Mal besser wird. Yo, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache.